Herzlich willkommen, Leute. Heute ist ein wunderschöner Tag und wie ihr im Titel schon sehen könnt, geht es heute um Frontspoiler. Und zwar an diesem Kfz. Und das ist nicht mein Kfz, sondern tatsächlich von einem Kumpel. Und dieser Kumpel ist sogar mein Friseur, also sollte ich es heute nicht verkacken. Und ich zeige euch heute, wie ihr quasi von dieser Standard-AMG-Optik auf diese Optik hier kommt. Ich will euch begleiten. Wir machen einen Frontsplitter drauf und ich würde sagen, die Frontsplitter kann man unterteilen in so zwei Kategorien grob. Es gibt halt die, die ihr aufschiebt letztendlich, also auf die Frontspoiler selber draufschiebt. Oder halt so Maxton-Style, sage ich jetzt mal, alles was so unten angeschraubt wird. Ich bin eher so der Fan vom Ersteren, vor allem wenn man das Auto tiefer legt. Wenn ihr unten irgendwas anschraubt, letztendlich ist es so, dass das Auto nochmal in der Front tiefer kommt. Bei diesen Aufsätzen, ihr habt hier bei meinem Video gesehen, ich habe den vom Pircher drauf. Es gibt aber eben mehrere Optionen. Der vom Brabus zum Beispiel ist auch ganz geil, der wird auch aufgeschoben und es gibt sogar was Original. Das ist der von AMG Performance, also ein Originalteil von Mercedes. Der wird meines Wissens nach nicht mehr hergestellt. Deswegen haben wir heute zu einem Nachbau gegriffen und wir gehen einfach mal zusammen auch durch, wieso die Qualität ist. Wir haben soweit das Teil auch vorbereitet. Ja, und dann schauen wir uns einfach mal zusammen an, wie das Ding passt, wie die Optik danach wird. Wir haben das hier schon ausgepackt. Übrigens, ich liebe Autoteile, Leute. Ich liebe Autoteile. Da sind Fotos von meinen. Es ist immer wieder ein Spaß, die Dinger auszupacken. Das ist der Spoiler, wie ihr sehen könnt. Gibt es wirklich auch original von Mercedes. Das ist so ein Nachbau, der kommt auch aus ABS-Kunststoff. Kannst du mal hier vielleicht zeigen, sieht man auch so ein bisschen, so ein paar Lacknasen sind vielleicht drin, aber allgemein ist die Qualität wirklich gut. Das Teil kommt von Kit Tuning, heißen die, glaube ich. Die sind aus, muss lügen, entweder aus Polen oder aus Slowenien oder so, ich weiß es nicht genau. Ja, sieht aber ganz gut aus, macht einen anständigen Eindruck. Das Teil ist gekommen, ich drehe das vielleicht mal um für euch. Und hat 5 Schrauben hier mit dabei, so Blechschrauben. Und wird unten 5-mal verschraubt. 3M-Band war mit dabei. Das haben wir jetzt quasi hier an diesen unteren Seiten haben wir das mit verbaut. Und hier einmal auch auf der Innenseite, wobei hier haben wir bloß so kleine Streifen drauf gemacht. Weil wir gesehen haben, der liegt eigentlich ganz gut an. Deswegen ist da jetzt nicht so viel drauf gekommen. So viel zu dem Frontspoiler. Ansonsten, ja, allgemeine Sachen. Also was muss man beachten, wenn man so einen Frontspoiler draufbaut? Klar, also wenn man kleben will, sollte man gucken, dass die Klebeflächen halt alle schön sauber sind. Entfetten solltet ihr die mit Bremsenreiniger zum Beispiel. Dann solltet ihr unbedingt, vor allem bei Teilen, die lackiert werden sollen, unbedingt prüfen, ob das Ding überhaupt passt. Also einmal trocken drauf machen, dann Kleber drauf, also 3M-Band drauf und dann nochmal Probe stecken. Am besten auch immer einen Kumpel dabei haben, der euch hilft, ne, dass ihr mal so ein bisschen Druck drauf bekommt. Und seht halt, ob das Ding passt oder nicht. Ja, das haben wir schon alles gemacht tatsächlich. Also das passt soweit ganz gut. Und deswegen haben wir auch den Kleber schon mal vorbereitet. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir uns ans Werk. Ich will euch auch so ein bisschen die Angst nehmen tatsächlich, die Teile selber zu machen. Wie ihr seht, sind wir hier im Garten. Wir haben keine Hebebühne. Wir haben eigentlich nur hier diese blauen Böcke sind mit Holzdingern draufgefahren. Also es ist kein Hexenwerk alles. Kriegt man alles hin. Man muss sich halt Zeit lassen. Am besten, wie gesagt, noch einen Kumpel mit einpacken. Und keine Angst haben, die Dinger einfach mal ausprobieren. Dann würde ich sagen, ich zeige euch mal, wie das Ding prinzipiell drauf passt. Und da hilft mir mein Kumpel, der Basti. Also letztendlich wird es halt hier komplett mit drauf geschoben. Ich würde halt auch immer zu zweit gucken, ob ihr auf beiden Seiten ungefähr die gleichen Spaltmaße habt. Okay, ist bei dir soweit gut? Ja. Okay. Ja, und jetzt kannst du auch mal zeigen, Ivo, hier an den Kanten zum Beispiel. Sieht das eigentlich ganz gut aus. Die Kante gefällt mir jetzt nicht so gut. Aber da kann man, wenn ihr schaut, ein bisschen Druck schon was ausmachen. Der wird hier unten nochmal verstaubt. Das heißt, der kommt nochmal ein bisschen unter Spannung. Und die Kanten, die äußeren Kanten zum Beispiel, sehen auch echt gut aus. Na, das sieht halt hier auch ganz gut aus, also von der Bündigkeit her. Wir schauen uns nochmal im Vergleich dann an. Ein Kollege hat sogar das Originalteil drauf. Wie gesagt, das ist soweit nicht mehr lieferbar. 3M-Band ist bereit. Die Flächen werde ich jetzt nochmal entfetten. Und ja, dann können wir das eigentlich schon draufpacken. Drauf bei dir? Ja. Ich hab's auch drauf. Ja. In der Mitte ist es drauf. Spaltmaße passen? Ich würde sagen, ja. Genau. Sind die Folien draußen? Die roten Streifen? Ja. Okay, das ist sehr gut. Dann gebe ich so eine Kante schon mal an. Ja, perfekt. Kannst du rausziehen? Ja, du kannst es rausziehen. Ist das hier drauf? Passt. Basti, kannst du hier mal Druck drauf bringen, bitte? Und jetzt ziehe ich das Band hier ab. Bisschen weniger Druck drauf. Also der Kleber ist jetzt letztendlich drauf, jetzt hauen wir noch die Schrauben rein und dann hoffentlich wird das ein gutes Ergebnis.
Also, Leute, der Spoiler ist drauf. Wir schauen uns einfach mal an, wie der passt. Ich finde ihn sogar echt gut. Da seht ihr, ja, ein bisschen Spalt ist natürlich, ne? Aber das Ding ist jetzt auch bombenfest geworden mit dem 3M-Band an den Seiten. Wir machen dann nochmal ein bisschen hier Panzertape drauf, damit das alles sich auch schön hinzieht. Wenn wir uns die Kante hier mal angucken, sieht es echt sauber aus. Also der liegt auch hier wirklich, wirklich schön an. Auch die innere Kante, wenn du da mal drauf filmst, Divo, ist auch richtig schön geworden. Dann geht es quasi auf der rechten Seite auch weiter. Sitzt eigentlich auch wirklich gut hier an der Seite. Ist auch, also vergleichbar zu dem anderen, leichter Spalt ist natürlich drin. Aber wie gesagt, wir gucken uns jetzt im Anschluss auch nochmal ein Fahrzeug an von einem anderen Kollegen von mir, der die Original drauf hat. Und dann können wir mal vergleichen, wie gut jetzt wirklich der Nachbau letztendlich ist. Sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Ist sehr dezent, sehr OEM. Wie gesagt, deswegen wird es ja auch original angeboten. Ja, kann man nichts falsch machen für den Preis vor allem. Finde ich ganz geil. Also die Spaltmaße vergleichen wir auf jeden Fall nochmal mit einem Fahrzeug von einem Kollegen. Der hat einen originalen Spoiler drauf. Aber ich denke, ein sehr gutes Ergebnis und wirklich die Verarbeitung ist auch voll in Ordnung. Also sieht wirklich gut aus, ist lackiert. Ein paar Lacknasen hast du, glaube ich, gefilmt, ne, Ivo? Aber passt soweit, gefällt mir sehr gut. Ist, glaube ich, auf jeden Fall eine Überlegung wert, sich so einen Frontspoiler zu holen. Ihr kommt jetzt auch nicht großartig weiter runter mit dem Frontspoiler. Schön ist halt, dass der jetzt hier nochmal schön knackig raussteht und nochmal so eine aggressivere Optik gibt. Ich würde sagen, ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Genau. Also wir sind jetzt am Fahrzeug von dem anderen Kollegen, der die Original-Spoiler-Lippe drauf hat. Und wir schauen uns mal an, wie das Teil original aussieht. Du siehst hier eigentlich auch schon an der Kante, also ihr seht es auch, bis auf den Blütenstaub natürlich, seht ihr, dass das eigentlich genau gleich passt. Und wenn du hier mal die Kante filmst, Ivo, ist hier eigentlich auch genau der gleiche Spalt. Also ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Nachbau tatsächlich. Auch optisch, so auf den ersten Blick oder auch auf den zweiten Blick, erkennt man keinen Unterschied. Das Ding passt genau wie das Originale. Deswegen würde ich sagen, ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Also ich würde den tatsächlich verbauen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Originale um die 600 € gekostet hat oder 500 € gekostet hat und ja, der Nachbau jetzt um die 150 € kostet, ist das, glaube ich, eine echt feine Sache. Was ist geiler als ein Anbauteil? Natürlich zwei Anbauteile. Wir haben noch einen Karton bekommen. Ein neues Teil für die Front. Und ja, das Video ist hier an der Stelle noch nicht vorbei. Deswegen schauen wir uns die neuen Teile mal an. Ivo, komm mal ran. Ich finde, ein Riesenproblem bei der W205 Front ist dieser Bereich hier. Na, also der sieht so ein bisschen schwach aus und hier gibt es auch wirklich nichts, was man hinmachen kann. Ich habe euch gezeigt, hier gibt es die Splitter für die Kanten, aber hier ist noch so ein bisschen leer. Also haben wir hier noch ein paar neue Teile bekommen und zwar sind das so Lippen, die man quasi über die Lüfter drüber macht. Und wir haben jetzt schon mal mit den Jungs so ein bisschen markiert, wie wir die dran machen können. Komm mal hier am besten rum. Also ich mache das immer ganz gerne. Ihr seht hier so irgendwie ganz random und wild Kreppband drauf. Aber das ist jetzt nicht ganz random, sondern wir haben uns quasi einmal markiert, wie wir die Kanten haben wollen, wenn wir das draufkleben wollen, weil da ist ja auch 3M-Klebeband drauf. Genau, das Teil ist hier quasi oben, so eine Lippe für oben. Ne, würde ungefähr so aussehen. Und dann gibt es quasi nochmal das Stück für unten, das wir dann quasi hier mit draufkleben. Warte, jetzt habe ich so, genau. Ne, und das würden wir dann so draufkleben. Also, kleben wieder das gleiche, wie ich vorhin auch erzählt habe. Hier ist sogar das 3M-Band drauf. Die Teile haben gekostet 70 €, 80 €, irgendwie sowas. Also nicht wirklich viel. Deswegen kann man mal versuchen. Ist nicht jedermanns Sache. Ich glaube, einigen gefällt es nicht unbedingt. Aber wir haben das jetzt mal markiert und ich würde sagen, wir kleben die mal drauf und schauen, wie das aussieht. Des Weiteren das übliche Blabla, Flächen immer entfetten, wenn ihr die Dinger draufgeklebt habt, trocknen lassen, nicht waschen, also quasi der Standardtext, den ihr wahrscheinlich überall kennt und überall hören werdet. Genau, dann würde ich sagen, packen wir die Dinger mal drauf und dann schauen wir uns zusammen an, wie das aussieht. Vormarkieren, draufkleben, passt die Sache. Ist ganz entspannt hier, die Kanten nochmal hier reinziehen. Wir haben die Teile jetzt mal draufgeklebt. Ja, ich finde es jetzt ehrlich gesagt nicht so geil. Vor allem, weil die jetzt nicht genau in Wagenfarbe sind und so ein kleiner Spalt entsteht hier auch. Das untere Teil sieht sogar ganz gut aus, finde ich. Ne, es gibt noch mal so ein bisschen Aufschwung. Das würde jetzt auch eigentlich auch ziemlich geil aussehen. Aber wie gesagt, die Kante hier oben stört mich. Hält jetzt auch nicht so ganz genau. Ich ja, würde die Teile jetzt wahrscheinlich nicht empfehlen. Wir schauen uns das Auto jetzt mal an, wenn wir den runterfahren von den Böcken. Vielleicht ändert das noch mal so ein bisschen die Perspektive. Und das Wichtigste ist natürlich, wir fragen erstmal den Besitzer von diesem Kfz, ob er die Dinger überhaupt drauf haben will weiterhin. Und schicken ihm erstmal ein Bild. Vielleicht lassen wir auch nur das untere Teil dran oder machen es. Also die andere Seite haben wir noch nichts drauf gemacht. Kannst dir mal zum Vergleich auch die andere Seite zeigen. Genau, ja, fahren wir mal runter, würde ich sagen. Und dann schauen wir uns das nochmal an. Und
Fazit jetzt aktuell, ich würde sie wahrscheinlich nicht dran bauen. Vor allem, weil man hier diesen Flick dann nicht mehr reinbekommt, den ich euch im letzten Video gezeigt habe. Den finde ich aber ziemlich geil. Und so gefühlt ist es auch ein bisschen too much. Aber ja, fahren wir erstmal runter und dann schauen wir weiter. Also Autos unten. Wir schauen uns das mal von der Perspektive an. Sieht es ein bisschen besser aus von hier, weil die Perspektive einfach anders ist. Also wenn wir jetzt so direkt drauf gucken, Ivo, versuch mal quasi so über meine Schulter drauf zu gucken, sieht es ganz geil aus. Genau, und dann sieht man halt hier, also wenn du wirklich den Winkel mal erwischst, dass man hier irgendwie so eine Lücke hat. Das sieht irgendwie, ja, nicht so geil aus. Das ist wie so ein Fremdkörper, finde ich. Vor allem diese Kanten hier stören mich dann schon ein bisschen. Wie gesagt, wir schicken trotzdem mal ein Bild an den Besitzer und der Kollege soll mal entscheiden, ob ihm das taugt oder nicht. Ich würde die persönlich nicht verbauen. Ich finde das jetzt nicht so gut. Auch die Passgenauigkeit ist so lala, würde ich sagen. Deswegen, ja, also war ein Versuch wert. Vielleicht wolltet ihr euch diese Dinger mal anlegen. Ich finde sie nicht geil. Könnt ihr selber entscheiden. Kosten jetzt nicht die Welt, kann man ja mal ausprobieren. Und ja, der Versuch ist gescheitert. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video und haut rein.